Nun möchte ich Ihr Augenmerk auf eine ganz besondere Form der Atemnot lenken. Sie betrifft vor allem Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 5 Jahren. Es handelt sich um den sogenannten Pseudokrupp. In der kalten Jahreszeit häufen sich diese Fälle. Auslöser ist meist eine Virusinfektion. Dabei kommt es zu einem Anschwellen der Schleimhaut unterhalb der Stimmbänder. Der kindliche Kehlkopf ist nämlich in den ersten Lebensjahren noch sehr klein. So kommt es, dass der sich bildende Schleim und die anschwellende Schleimhaut unterhalb des Kehlkopfs die Atemwege einengt oder sogar komplett verschließt. Atemnot ist die Folge. Der typische Pseudokrupp-Anfall entsteht in der Nacht, nachdem zuvor Erkältungsanzeichen aufgetreten waren. Betroffene Kinder husten bellend und sprechen oder schreien mit heiserer Stimme. Beim Einatmen ist ein ziehendes Geräusch zu hören. In schweren Fällen kommt es sogar zu deutlicher Atemnot. Dabei können sich die Lippen bläulich verfärben. Ein solcher Anfall wirkt oft bedrohlich. Ganz wichtig auch hier, bleiben Sie ruhig. Sprechen Sie langsam und ohne Hektik. Und übertragen Sie so Ihre Ruhe auf das Kind. Das ist ganz entscheidend für den weiteren Verlauf des Pseudokrupp. Hektik und Angst verstärkt die Symptomatik. Ruhe löst die Verkrampfungen im Kehlkopf und senkt den Atemwiderstand. Kalte Luft lässt die Schleimhaut abschwellen, sodass wieder mehr Luft in die Lunge gelangen kann. In Herbst und Winter ist dies kein Problem. Im Hochsommer setzen Sie sich mit Ihrem Kind am besten vor den geöffneten Kühlschrank. Lassen Sie es die kalte Luft des Kühlschranks einatmen. Alternativ können Sie auch das Fenster im Kinderzimmer öffnen und feuchte Tücher aufhängen oder sie über die Heizung legen. Auch kühle Getränke in kleinen Schlucken verabreicht unterstützen Ihre Bemühungen. Sollte es bei Ihrem Kind wiederholt zu einem Pseudokrupp-Anfall kommen, dann verschreibt Ihnen Ihr Kinderarzt als Notfallmedikament ein kortisonhaltiges Zäpfchen. Es wirkt schnell abschwellend. Keine Angst vor Kortison. Wenn es nur in diesem Falle als Notfallmedikament eingesetzt wird, hat es keinerlei Nebenwirkungen. Schnell eingesetzte Medikamente nehmen Ihrem Kind rasch die akute Atemnot. Dennoch kann die Schwellung im Bereich des Kehlkopfs in ganz seltenen Fällen zu einer bedrohlichen Atemnot führen. Wenn also trotz Ihrer bisherigen Maßnahmen keine Besserung eintritt, dann sollten Sie mit Ihrem Kind zum Kinderarzt oder ins Krankenhaus fahren bzw. den Rettungsdienst benachrichtigen. Anzeichen für einen Pseudokrupp-Anfall eines Kindes sind der raue, bellende Husten, Heiserkeit, ein ziehendes Geräusch beim Einatmen und Atemnot. Beruhigen Sie das Kind. Angst verstärkt den Atemwiderstand. Gehen Sie mit dem Kind ans offene Fenster oder den geöffneten Kühlschrank. Bieten Sie dem Kind ein kaltes Getränk in kleinen Schlucken an. Bei häufiger auftretenden Pseudokrupp-Anfällen verschreibt der Arzt Rectodelt, das die Schleimhäute im Kehlkopfbereich zum Abschwellen bringt. Hält die Atemnot des Kindes trotz der Maßnahmen an, benachrichtigen Sie den Rettungsdienst.